Okay, wir müssen irgendwie nach oben kommen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier überhaupt machen. Ich sehe bei dem Nebel gar nichts. Was es nicht unbedingt leichter macht, ehrlich gesagt. Ich weiß nämlich nicht genau, was wir machen sollen. Und ich will unbedingt Marie helfen. Okay, ein Korb. Ich schaue da gleich. Moment. Was hat der Hund da angebellt? Warte. Der bellt. Der bellt da irgendwas an, aber ich sehe es nicht. Okay, Hund. Ab in die Kiste. Ich glaube, hier bringt uns jetzt auch nicht wirklich viel, oder? Er müsste eher nach links rüber. So. Ich hoffe nur, es bringt was. Okay, warte mal, wir haben noch den Ziegel. So, das können wir auch machen. Öllampen. Die Elektrifizierung war noch nicht weit fortgeschritten, aber Kerzenlicht und Öllampen gab es aller Orten. Die Glasabdeckung konnte man anheben, um die Docht anzuzünden. Die Lichtmenge konnte man über die Länge des Dochts einstellen. Und nun? Ah, jetzt können wir hier weiter. Kaffeebohnen. Kaffee wurde in Form von Bohnen verkauft, die weder gemahlen noch geröstet waren. Normalerweise bereiteten die Krämer das Gebräu für ihre Kunden auf. In Frankreich wurde der Kaffee in Privathaushalten, auch in Peugeot-Kaffeemühlen gemahlen. Okay, hier können wir aber auch sonst nichts machen. Verstehe ich gerade nicht ganz. Da haben wir den Durchgang. Und da oben sehen wir nichts. Ich weiß, wie wir vielleicht da oben was sehen können. Warte mal. Ich hoffe, der Walt bleibt da. Mist. Hier können wir auch rein gar nichts machen. Mist. Ich habe gehofft, da wenigstens irgendwas einschlagen zu können. Wie kriegen wir denn da oben Luft rein, verdammt? Okay, warte. So. Und jetzt kommen wir da durch. Na endlich, Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Irgendwie müssen wir in das Haus reinkommen. Hier.
Gott, so viel Giftgas, wie hier überall ist. Und Victor schreit. Mist, wir können hier rein gar nichts machen. Scheiße. Das darf doch nicht wahr sein. Nein! Kann ich in die Flammen? Ja. Dass Victor, dass Victor, das Kind schreit. Kann ich den Hund irgendwo lang schicken? Ach so, die habe ich nicht gesehen. Pfeife. Pfeifen wurden in Gräben aus Holz und Pferdeknochen hergestellt. Die Tagesration eines Soldaten umfasste nicht nur Essen, sondern auch etwas Tabak. Viele Soldaten rauchten oder kauten Tabak, um den Geruch der verwesenden Leichen zu überdecken. Boah, das muss so ekelhaft sein, wer einmal totes Fleisch gerochen hat. So süßlich, so schwer, so widerlich. Na los. Wir sind so nah. Nein! Na. Marie! Marie! Victor! Respire! Ich glaube, nach links gehen war keine Option. Ah, okay, ich verstehe. Beeil dich. Beeil dich. Marie. Na komm. Schnell. Nur raus hier. Nur raus. April 1917. Emil war immer noch krank, doch der General brauchte jeden Mann, der stehen konnte, um seine Großoffensive zu beginnen. Wieder einmal war es die alles entscheidende Schlacht, die das Ende des Krieges herbeiführen sollte. Ach, der arme Emil. 16. April 1917. Und los. Der Marschbefehl. Ohne Widerspruch kommen alle mit. Text von It's a Long Way to Tipperary. Es ist ein weiter Weg nach Tipperary. Es ist ein weiter Weg. Es ist ein weiter Weg nach Tipperary zum süßesten Mädel, das ich kenne. Auf Wiedersehen, Piccadilly. Auf bald Leicester Square. Es ist ein weiter Weg nach Tipperary, aber mein Herz ist bereits dort. Wurde das damals oft gesungen? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich habe das Gefühl, die Männer werden nur noch in den Tod geschickt. Nicht mehr, nicht weniger. Es kommen mehr zurück als gehen. In diesem sinnlosen, sinnlosen Krieg. Blind in das Feuer laufen. Gute Idee. Oh.
Nur mal kurz gucken. Ach. Na super, ich wollte gerade wieder noch irgendwas gucken, was da rumliegt. Das ist nicht immer eine gute Idee. Da, da liegt was rum. Da. Hallo? Jetzt kann ich mich nicht bewegen. Ach. Hä? Brief eines russischen Offiziers. Krauen, 8. April 1917. Meine treue Frau Elena Konstantinova. Durch Gottes Gnade lebe ich noch. Wir kämpfen immer noch, aber nichts ist, wie ich dachte. Der Schlamm ist überall und die Kämpfe sind kräftezehrend. Meine Männer sind erschöpft und ich kann sie kaum zum Kampf motivieren. Irgendwie haben sie erfahren, was vor sich geht und sie wollen alle nur noch nach Hause. Wie geht es dir? Bist du sicher? Dein dich liebender Mann, Nikolai Alexejewitsch. Alles nur Menschen im Krieg. Na super. Klappt alles sehr gut. Es bringt nichts. Was? Was? Hat uns der eigene General gerade getötet? Alter. Okay, schießen die gleich wieder? Jetzt aber. Das ist alles nur noch Kanonenfutter. Alles nur noch Kanonenfutter. Wie sinnlos einfach nur. Wie komplett sinnlos. Eine Verachtung von Menschenleben, mehr nicht. So, Moment, warten. Und wieder einmal die alles entscheidende Schlacht. Russische Erkennungsmarke. Die russische Hundemarke war sechseckig und wurde vom Bataillon an die Soldaten ausgegeben. Die Russen an der Westfront erhielten hölzerne Behälter, um ihre persönlichen Papiere aufzubewahren. Aber das Behältnis diente eher dazu, die Streichhölzer trocken zu halten. Scheiße. Ich hätte umdrehen sollen. Rückzug ist nicht immer feige. Okay, schnell, 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 schnell. Nein, lauf, lauf, lauf. Puh. Und überall nur Verwundete und Tote. Lauf! Ach du Scheiße. Wir kommen hier doch nicht mehr raus. Oh Gott. Ah. Ah.
Oh Mann. Na komm, alter Freund. Ich bring dich in Sicherheit. Ich hätte wieder Pause machen sollen. Verdammt. Uah. Oh Gott, über den Leichenhaufen. Über den riesigen Haufen von Leichen sollen wir laufen. Offensive am Chemin de Dames. Angesichts seines Erfolges in Verdun wollte General Nivelle im Frühjahr 1917 eine Großoffensive mit Schwerpunkt am Chemin des Dames, Entschuldigung, nördlich des Arnetals beginnen. Seit 2 Jahren befand sich dieser Höhenzug in deutscher Hand. Die Stellungen waren stark befestigt und es gab ein sehr effizientes unterirdisches Gangsystem. Am 16. April 1917 wurde zum Angriff geblasen, der jedoch schnell stecken blieb. Innerhalb von wenigen Tagen starben 200.000 Mann. Auf französischer Seite kam es daraufhin zu Meutereien. Diese fehlgeschlagene Offensive wurde zum Symbol für die sinnlose Gewalt des Grabenkrieges. Nein! Oh. Nein! Es ist doch wohl nicht wahr! Da siehst du ganz kurz so einen schwarzen Schatten aufblitzen, war's das schon. So, besser als sterben. Nein! Huh! Ring eines Soldaten. Aluminiumring, handgefertigt von einem Soldaten. Soldaten fertigten oft Ringe aus wiederverwertetem Metall, um sie ihren Frauen daheim zu schicken. Komm da weg, Junge! Nein! Dieser ekelhafte General! So, kurz warten. Und weiter. Diese Sinnlosigkeit einfach nur. Diese Dummheit, diese Ignoranz. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich wollte gerade sagen, bis zur nächsten Explosion, bis zum nächsten Hinterhalt. Ach du Heilige! Boah, Hilfe! Ich komm doch da gar nicht hinterher. Wie soll ich denn so schnell durchgraben? Vor allem, weil die Steuerung beim Graben auch eher so gewöhnungsbedürftig ist. Boah! Man kann sich vorstellen, die Steuerung geht hier sehr, sehr schluderig gerade.
Na komm schon durch. Ja, 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 ja. Boah, Alter. Mein Daumen rutscht gerade fast ab. Nicht sterben jetzt, nicht sterben. Nein, nicht sterben. Nein! Ich hasse dich. Ich hasse dich, Spiel. Ach, Gott sei Dank. Jetzt bloß weg. Und ich sag nur, mein Daumen rutscht gerade weg. Alter Schwede. Oh oh. Nein. Okay, also schnell. Langsam. Schnell. Und weiter. Keine Zeit zum Niesen gerade gehabt. Ich glaube... Ah, da. Oh oh. Ich wollte gerade fragen, muss man das Ding auch bremsen? Ich habe das Gefühl, die Schwierigkeit hat ein bisschen angezogen gerade. Aber man weiß oftmals nicht, was man machen muss. Erst beim zweiten Mal checkt man es dann. Nein, nein, du sollst doch nicht... Alter! Großartig! Ich wollte noch ganz kurz hier rüber. Leck mich doch am Arsch! Ich wollte doch nicht... Ich wollte das... Die Hebel! So, kann ich bitte jetzt hier... Es hat doch hier geblinkt. Da hat's geblinkt. Da siehst du, das wollte ich nämlich aufheben. Eine Schapka. Ah nee, dachte ich. Ich dachte eine Schapka, aber es ist eine Papatscha. Eine typische Kopfbedeckung aus der Zeit der Zaren. Die meisten Russen blieben an der Ostfront, aber Ende 1914 baten die Alliierten Russland, das bevölkerungsreichste Land Europas, um Hilfe an der Westfront. Die ersten Russen kamen 1916 in Frankreich an, aber die russische Revolution ließ diese Nachschubquelle versiegen. Ich habe gerade eine Pechsträhne, verdammt. Das darf doch nicht wahr sein. Erst kommst du super gut durch und dann geht alles schief. So. Bitte nicht sterben. Und durch... Das Meer der Toten.